So. Was kann Justin beisteuern? Nicht viel. Außer purer Gewalt. Au! Hilfst die schnell? Ist ja unheimlich. Siehe auf die Nase. Oh, Power of Ice. Ist das lästig? Ständig mit Zählern und allem. Naja, aber so soll ein Bosskampf ja auch mal aussehen, dass man auch mal ein bisschen sich anstrengen muss und bemühen. Oder bemühen zumindest, sagen wir mal. Dass man Gegenschaden frisst. Nicht so wie vorhin eine Technik von Saki und dann ist die Sache vorbei. Wie Saki? Ich glaube. Und dass man auch mal ein bisschen hin und her kämpft und heilt und sowas. Das gehört einfach dazu eigentlich. Okay. Was sagt ihr die ganze Zeit? Nein? Also 9 im Englischen? Ist ja englisches Wort. Schade, ne? Sehen das Video, vor dem Angriff habe ich nicht wirklich Angst. Das bräuchte nicht, dass sie kein Knistern mehr überlebt. Cool. Und damit sollte die... Was? Warum ist... Hey, no, it can't be. That was pretty. Ich hoffe, das hat jetzt kein Problem bei der Übertragung gegeben. Ich hatte gerade... ich schaue es mir später an. Damit wäre die auch hinüber. Oho, ein Tipp. Was soll das? Den kennen wir schon. Bei dem Rand. So, wo geht's hier hin? Ach, das ist Gefängnis jetzt hier. Ah, okay. Was ist mit euch? Der war, ach, das ist diese Mutzelle. Und er war jetzt nicht. Oh Mann, wie der ist denn? Gut, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge, damit der nicht so ganz blöd dasteht, sondern da liegt. Da hatten wir tatsächlich ein Loch in der Aufnahme, sehe ich jetzt gerade mal so. Tut mir ausgesprochen sorry, ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich gucke gleich einfach mal, wie groß es ist und ob es... und sag dann gleich, was da gefehlt hat. Bildschirme sind eine praktische Sache. Du bist Justin. Na, gut ausgeteilt. So, und ab dafür.
Nein, heute muss er mal nicht schnell gefangen werden. Was ist hier? Soldaten? Ja. Truhe? Nein. Kämpfen? Ja, bitte doch. Nö, tust du nicht. So. Okay, scheint, dass wir viel nicht verloren haben. In der Aufnahme. Ich sehe gerade, das letzte Ende ist immer noch im Kampf gegen Mrs. Jojo. Ist also alles im grünen Bereich. Weiter geht's. Ich sollte mal... Ne, Quatsch, ich habe ja Speicherpunkt geholt. Dann ist ja alles bestens. Heilen 2! Gut, macht ja auch Sinn, dass es einen Heilen 2 gibt, wenn sie, wenn der erste Zauber hier nur Heilen 1 heißt. Also dann, weiter geht's. Schau ich mir halt einfach mal diese Fragezeichentechnik an. So, warte. Wo ist Heilen 2? Ach, da! Das war die Stufe 8er Technik, ne? Ich will trotzdem weitermachen. Oder auch nicht. Du Scheißkerl. Du hast sie abgebrochen. Du kriegst es auf die Nase. Zack. So geht das. Ein Pfeil dahin, wo es richtig wehtut. In die Magengrube natürlich. So. Ja, ja, leidet ihr mal schön. Und ich guck mir an, wie das hier aussieht. Genau, heilen 2. Heißt der das auf 10 einen? Und auf 12 2. Oh, ist doch schön. Gute Motivation weiter zu leveln. Das ist hier, das war die Angstzelle. Da ist wieder ein Gang. Mit Truhe! Danke sehr. Ah. Wieder vergessen zu heilen. Ich bin schon ein Doppeldepp. Ganz vergessen, wir wollten uns ja mal Finas Stufe 3 MP anschauen, ob die sich erhöhen inzwischen. Du da. Ne, weil ne, Wasser levelt und Feuer hat eine Stufe 3 Technik, deswegen bla blub, ihr kennt die Geschichte, ich hab's vorhin erklärt. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. 6. Jupp. Steigt also weiter. Finde ich prächtig. Ganz, ganz toll. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Also. Das heißt ja wiederum, dass es für die MP am besten ist, so zu machen wie Justin. Ein Zauber ganz hoch bringen, bis man Stufe 3 hat.
also ein Element so hochbringen, bis es in Stufe 3 Zauber gewährt. Und dann die anderen Elemente alle nachziehen bis von 1 her. Na, dann hat man nach dem Gewinn der Stufe 1, des Stufe 3 Zaubers am meisten MP. Am meisten Element-Ups und dadurch am meisten MP. Interessant. Obwohl auch wieder so eine Feinheit, die mehr auf Mathematik als auf Durchführbarkeit beruht. You can't get away with that. Der Schlummer lohnt sich nicht. Eigentlich verschwendet der MP, weil nur ein Treffer für 2 MP ist für zu wenig. Aber gut, dass wir dann machen, das heißt, bevor ich sag. Wenigstens hat's getroffen. Dein Messer weide ihn aus, während er schläft. Hannibal Lecter Style. Ja, ich weiß, Hannibal Lecter hat nicht unbedingt ausgeweidet, sondern gegessen, aber, mein Gott. War das erste, was mir einfiel. Lass mich labern. Hm. 99 Waffenerfahrung. Typisch. Was ist das wohl für ein Poster? Versteht ihr, was ich meine? Pixel. Integrierte Zensur. ...17.000 Gold habe ich inzwischen angesammelt. Meine Fresse. Ich habe keinen Durchblick. Aber hey, wer braucht das schon? Wer braucht Durchblick, wenn er sie einfach durchmetzeln kann? Jetzt mal wieder hier. Ach Gott. Wir eigentlich sind einfach doof, dass wir hier jetzt alles abgesucht haben. Dann halt, was ist hier drüben? Okay, hier drüben ist nichts. Jetzt haben wir alles abgesucht. Nur so gut wie und können jetzt raus. Wenn nur Saki und Miko hier. Oh ja, ich sehe das schon. Ich darf jetzt gleich Mio noch mit ihren drei Soldaten bekämpfen. Und der letzte Kampf sind dann die drei zusammen. Ich sehe ja schon kommen. So, sie haben uns gefunden. Irgendwo in der Musik soll da jetzt so eine Sirene drin sein. So. Cool. Engine geben wir es du doch gleich mal. Da geht's lang. Suchen wir erstmal die andere Seite ab hier. Seht ihr? Ihr kennt doch meinen Grundsatz. Wenn der Kompass in die eine Richtung zeigt, suche ich in der anderen nach Schätzen. Achso, da ist Zaun. Oh, hoppla. Das macht die Wege zwar länger, aber dann seht ihr wenigstens mal, was hier überall alles rumliegen kann. Sowas wie Geld. Oder Schatztruhen in irgendeinem Schatten. Oder riesige Kistenstapel Geld. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Was noch, Mac? Hallo? Werden die hier so gut bezahlt, dass das Geld einfach rumliegen lassen können? Das war abzusehen. Oh, da haben wir den ganzen Plan durcheinander gebracht. Das tut uns ja fast leid. Tut's das? Hat eine Lache. So, mal schauen, ob ich die Entsorgung der Leute diesmal schön durchkriege. Oh Gott, ich habe noch weniger MP. HP. Was muss ich denn jetzt fürchten?